Meine Frage ist bezüglich der Komplexität von Beziehungen. Warum werden sie ab einem gewissen Punkt so komplex? Egal, ob es zwischen Freundinnen ist, ob es zwischen Freunden ist, insbesondere Beziehungen zwischen Freund und Freundin oder Ehemann und Ehefrau. Namaskaram, Moni. So you are beginning to taste. Du fängst also an, das Saure von Beziehungen zu schmecken. Natürlich kennt jeder auch die Süße von Beziehungen. Aber es gibt auch eine Menge Saures. Bedauerlicherweise haben wir das heutzutage wieder aus dem Westen übernommen, dass, wenn du das Wort Beziehung verwendest, Leute für gewöhnlich an körperbasierte Beziehungen denken oder in irgendeiner Weise muss es zwischen einem Mann und einer Frau oder was auch immer sein, aber im Wesentlichen eine Beziehung, die auf dem Körper basiert. Nein, Beziehungen können von vielerlei Art sein. Wenn es sich um körperbasierte Beziehungen handelt, wird die Aufregung über den Körper des anderen für gewöhnlich nach einiger Zeit vergehen. Was du für das Ultimative gehalten hast, ist es nach einer Weile nicht mehr. Es ist natürlich, dass du anfängst, da herauszuwachsen. Denn wenn die wesentliche Anziehung, welche die Menschen zusammengebracht hat, in gewisser Weise wegschmilzt, ohne zu wissen warum, dann fangen sie an, einander lästig zu werden. Im Wesentlichen, weil es in einer solchen Beziehung darum geht, Süße und Glücksgefühle einer anderen Person zu entziehen. Wenn du also versuchst, Freude aus jemandem zu quetschen und du herausfindest, dass es nach einiger Zeit nicht die gleichen Ergebnisse bringt wie anfangs, dann wird etwas Bitterkeit entstehen. Wenn du jung bist, ist es wichtig, dass bestimmte Dinge passieren. Wenn du älter wirst, wenn ich sage älter, du bist von gestern auf heute gealtert. Ich sage nicht, dass du alt bist, Moni, ich sage nur, von gestern auf heute bist du etwas gealtert. Also du musst heute hinsichtlich der Beziehungen, die du in deinem Leben führst, nachdenken. Nicht unbedingt in Bezug auf biologische Beziehungen, jede Art von Beziehung, die es in deinem Leben gibt, ob die Beziehung auf deinem Ausdruck von Freude, nicht dem Entzug von Freude basiert. Damit das passieren kann, musst du zuerst fröhlich in dir selbst werden. Wenn du den Fokus hast, dass du vor Freude platzt und es in deinen Beziehungen ausschließlich darum geht, genau das zu teilen, dann musst du dir keine Sorgen um den normalen Zirkus machen, den Menschen hinsichtlich Beziehungen erleben. Beziehungen im Alltag zu führen bedeutet, eine Beziehung verbleibt meist nicht nur in einem Bereich des Lebens. Sobald Menschen zusammenkommen, müssen sie viele Dinge teilen. Es ist ganz natürlich, dass ihr euch wegen vieler kleiner Dinge, die passieren, gegenseitig auf die Zehen tretet. Aus diesem Grund wird es viele Interaktionen geben, die du auch als Streitereien bezeichnen kannst. Sie werden passieren. All das kannst du nicht jeden Tag bewältigen. Die Leute denken, dass sie in der Lage sind, es zu managen, aber nach einer Weile wirst du sehen, dass du es nicht kannst. Das Beste ist also, dass du dafür sorgst, dass du ein natürliches, lebhaftes und fröhliches Wesen bist. Wenn das so ist, dann wirst du Beziehungen haben. Aber diese werden nicht die Grundlage des Brauchens haben. Wenn Beziehungen sich daran orientieren, was du brauchst, und du bekommst nicht das, was du brauchst, dann wirst du anfangen zu jammern. Du wirst anfangen, dich zu beschweren und Bitterkeit fühlen, dass du nicht das bekommst, was du bekommen solltest. Wenn du dieses Bedürfnis in dir beseitigst und vor Freude überschäumst, wenn du diese eine Sache regelst, dann kannst du großartige Beziehungen mit sämtlichen Personen haben, egal wer sie sind. Sie müssen nicht so sein wie du. Mit allen Arten von Leuten kannst du wunderbare Beziehungen führen. Mögest du die schönsten Beziehungen in deinem Leben haben.